Hey, hallo, da sind wir wieder bei Yum Yum. Lecker. So, heute gibt's was ganz Leckeres auf jeden Fall. Es wird sehr lecker werden, denn wir machen einen Salat mit Garnelen, Kichererbsen, Tomaten, gebettet auf Rucola und beträufelt mit Schafskäse. So, das haben wir jetzt vor. Also, wir haben hier Knoblauch, jede Menge muss rein. Abschmecken oder verfeinern, machen das Ganze mit Weißweinessig, Agaven-Dicksaft, also ein bisschen Essig, ein bisschen Süße. Dann haben wir hier den Schafskäse, der wird später drüber gestreut. Dann haben wir hier Meersalz an Gewürze, eventuell noch ein bisschen Pfeffer, Thymian, Koriander, dann Olivenöl, Limonenöl, da spielen wir dann ein bisschen mit. Das ist noch für ein anderes Gericht, das hat damit jetzt nichts zu tun. Dann werden wir gleich als erstes in Butter die Garnelen schön anbraten. Dann haben wir hier Basilikum, die Frühlingszwiebeln, 4 Stück. Dann kommt rein, hier haben wir das, was so aussieht wie Möhren, sind Chili, so mittelscharf. Dann haben wir ein paar Rosmarin und ein paar Dill. Spitzen. Dann geht es weiter, kleine Cherry-Tomaten, einfach in der Mitte einmal durchgeschnitten und eine Paprika klein gewürfelt. Dann haben wir hier noch eine Mango, zwei Mangos sind das, die waren schon also ziemlich überreif. Die musste ich jetzt eh beide machen, also zwei Mangos. Hier haben wir dann die Garnelen, die waren tiefgefroren, die habe ich jetzt so anderthalb bis, nee, 2 bis 3 Stunden auftauen lassen. Das sind aus dem Indischen Ozean, also frisch gefangene Garnelen. Sind auch nicht ganz billig. Also ich hab 4 Packungen geholt. Das sind 3 Packungen und ja, wie viel habe ich bezahlt? Also das Kilo kostet auf jeden Fall 17 Euro. Und das müssten jetzt 750 Gramm sein. Und dann haben wir hier noch unseren Rucola als Hauptbestandteil des Salates und hier drunter verbergen sich dann noch die Kichererbsen. So, das alles brauchen wir, das lässt sich jetzt alles relativ schnell vermengen. Ah ja, da haben wir noch was, Zitrone haben wir da noch. Butter, ich habe ordentlich Butter, ihr könnt etwas weniger nehmen. Ich habe jetzt ziemlich viel Butter genommen, weil die musste eh weg, die läuft gerade ab, deshalb habe ich jetzt ein bisschen mehr genommen, aber das schadet auf keinen Fall. So, die Butter machen wir jetzt schon mal warm. Wir mischen derweil schon mal die Kichererbsen. Die Kichererbsen, ein Teil der Tomaten. Weil die will ich nachher auch kurz mit anbraten. Ein paar können wir also als frische Tomaten halt auch verwenden. Aber das schmeckt auch unheimlich gut, wenn man das so mit anbrät. Dann, was wir nicht anbraten werden, das sind hier die Dillkräuter, das muss nicht angebraten werden, das mischen wir hier schon mal rein. So. Also so grüne, frische Kräuter, die sollten nicht da groß mitkochen, weil die gehen dann nicht relativ kaputt dabei. So, das mischen wir schon mal, dann mischen wir noch den Basilikum mit darunter. Basilikum. Dann machen wir schon mal was Olivenöl rein. Ein bisschen von dem Weißweinessig. Könnt auch Kräuteressig nehmen. So, dann ein bisschen Salz. Ein bisschen was von dem Limonenöl.
Und die Zitrone können wir auch schon mal hier auspressen. Ein bisschen von dem Koriander machen wir hier noch dran. Dann machen wir noch frisch gemahlenen schwarzen Pfeffer rein. Und dann noch ein bisschen für die Süße unseren Algarvendicksaft. Großaufnahme. So, das mischen wir jetzt aber erstmal zusammen. Die Garnelen, die braten wir jetzt erstmal schön an. Können wir schon mal was für den Knoblauch auch damit reinmachen. So, Knoblauch rein. Das könnte der Rosmarin können wir auch schon ruhig reingeben. Und die Chilis können wir auch mit reingeben. Kurz anbraten, bis hier ein bisschen Farbe ziehen. Die Paprika und die Tomaten dazu. Die Lauchzwiebel. So, den restlichen Knoblauch noch dazu. So, unterscheiden. So, dann noch was von unserem Meersalz. So, und dann würde ich mal kurz den Deckel drauf. So, ja, okay, das ist jetzt zwar sehr schnell, aber ich habe das natürlich auch schon ein bisschen vorbereitet. Dann die Sachen klein geschnitten. So, hier machen wir auch mal eine kleine Probe. Zwischendurch. So, dazu trinken wir einen schönen Weißwein, einen Weißburgunder. Ja, so schnell und so einfach kann Kochen sein. So, erstmal das hier. Ja, ist schon nicht schlecht. Bisschen weißen Pfeffer noch rein. Kann auch noch ein bisschen süßer sein. Und ein bisschen Olivenöl noch. Entschuldigung. Ja. Ich stoße mal mit euch an. Prost. So, köstlich. Das spricht für sich hier, tolle Farben. Also das ist schon wirklich eine leckere Geschichte. Also wenn man sieht hier, wie das Öl und diese Tomaten, diese Kräuter, wie das so glänzt und
Also da ist schon lecker. So, das ist jetzt aber gut. Das ist jetzt auf jeden Fall gut. So, jetzt aber runter damit. So, das ist jetzt gut. Mango können wir auch einfach mit rein. Die fehlte noch. Ja, so soll es sein. Also, dass die Tomaten halt so ein bisschen weich sind. Ein bisschen gefälliger sozusagen. So, das kann jetzt ruhig ein bisschen noch abkühlen. Das soll jetzt für den Salat auch nicht zu heiß sein, weil sonst wird der Rucola wahrscheinlich so, also nicht richtig, aber ein bisschen zusammenfallen. So. Dann verteilen wir jetzt hier unsere Kichererbsenmasse drauf. Mango, Tomaten, Dill, Basilikum, Kichererbsen. Bisschen Öl, bisschen Olivenöl, Limonöl, Pfeffer, Salz. Das alleine sieht schon ziemlich köstlich aus. Jetzt kommen unsere Garnelen drauf, mit Paprika. Tomaten, den Chilis, die wir reingemacht haben. Den Knoblauch, der Buttersoße. Es ist nur für zwei Personen, ich will es nur gesagt haben. So, jetzt noch was von der Soße drüber. Zum Abschluss kommt jetzt hier noch eine Lage Feta drüber. Und ihr habt einen ziemlich geilen Salat. Ziemlich geilen Salat. Zum Abschluss ein bisschen Olivenöl noch drüber. Kann nicht schaden. Wir haben einen ziemlich geilen Salat gemacht. Also Nüsse könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen, das geht auch gut. Nüsse, Walnussöl. Also wenn das kein geiler Salat ist, dann weiß ich es nicht. Let's begin. Schatz, der Essen ist fertig. Würde ich sagen, ich gehe servieren. Wir haben Hunger. Und ja, ihr seht, es war wirklich jetzt einfach, schnell. Und also es ist richtig edel. Und wenn ihr mal eine Party habt, Geburtstag habt, eine Feierlichkeit, also das ist wirklich ein edler Salat, den könnt ihr richtig auch noch ein bisschen orientalisch mehr anhauchen oder asiatisch, je nachdem wie ihr die Gewürze variiert. Und also das ist ein Salat, also der wird super ankommen. Und er ist eigentlich auch nicht so teuer, nur halt die Garnelen, die sind halt leider recht teuer, aber gut. Ihr könnt auch noch zum Beispiel Lachs auch noch mit da kombinieren, also dass ihr vielleicht etwas weniger Garnelen nehmt, sondern dann Lachs. Avocado passt noch gut dabei. Auf jeden Fall irgendwas mit Nüssen würde noch sehr gut passen. Walnüsse, also ähnlich wie eigentlich mein letzter Salat. Und ja,
Danke fürs Zuschauen. Und übrigens hier, wenn ihr da in die Ecke, da könnt ihr immer klicken. Da habe ich so ein Symbol und da kommt ihr automatisch auf meinen Kanal, wo alle meine Videos laufen. Also standardmäßig, also habe ich mir jetzt erstmal überlegt, hier oben rechts könnt ihr immer draufklicken, kommt ihr sofort zu meinem Kanal, wo alle Videos laufen. Ja, wäre auch schön, wenn ihr irgendwie das abonnieren würdet, wenn ihr das kommentiert, wenn ihr sagt, ein gutes Rezept. Wer Salat kann sich auch bei Profis sehen lassen. Also der war sehr lecker, wie ihr seht, es ist noch ohne Ende da, also wir haben mit zwei Personen gegessen. Ja, also es wird für die nächsten zwei Tage locker reichen. Also es war, der Salat, wirklich kann ich ihn empfehlen, war sehr lecker, könnte etwas mehr Schärfe noch rein. Aber ansonsten, ja, kann man echt so lassen und ihn echt so empfehlen. Ja, also das war's dann für heute. Ich muss jetzt noch ein bisschen hier aufräumen. Ein bisschen aufräumen noch und ja, die Spülmaschine läuft schon und dann hätten wir heute auf jeden Fall ja, schön was gekocht gehabt. Ja. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und kocht was nach und lasst es euch gut gehen und ja, haut rein. Ciao.